Hallo Leute, hier ist Wolf Games und wir kämpfen heute gegen Zack. Ja genau, DPL Spieltag 6. Ja, müsste Spieltag 6 sein. Und wir gehen erstmal direkt rein und schauen mal, was er so dabei hat. Ich habe mir nicht viel in diesem Kampf überlegt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Team nur gebaut und es sieht sogar... Ah, Texo ist nicht dabei. Puh. Nee, das kann ich eigentlich alles, denke ich mal, checken. Ja, ich freue mich bei seinem Team. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht gut aus, für mich. Megabanett. Polygon 2 hat er. Polygon Z natürlich nicht, Polygon 2. Polygon 2 natürlich kein Problem. Rhyperia und Mesprit. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit Mesprit leadet. Ich denke, ich werde einfach mal trotzdem aber mit Tornadus T leaden. Er sieht natürlich, dass ich kein Item habe, was natürlich, ja. Es ist was anderes auf. Es ist wirklich was anderes. Vielleicht fällt es ihm aber auch nicht auf. Weil auf Showdown wird sie das normalerweise nicht sehen, aber hier sieht man das tatsächlich. Naja, gut, so ist das eben. Ich fragte sich auch, ob ich vielleicht das einen vergessen habe. Oh, ich weiß nicht, ist es glaube ich nicht der beste Lead. Kriege ich mit Victini einen Kill, wenn ich damit leade? Ich ganz dann aus, dann machen wir das doch, wenn er mit Mega Schlag mich tot leadet, mit Mega Banett, dann ja. Es ist eben so, aber wenn er mit wir kriegen keinen Kill, aber das passt schon. Bei Flozen muss er eh auch 6 sind und wenn er mich aquajettet, ja gut, das macht eh nicht genug Schaden. Ja, das sollte passen. Und weil es mit Polygon liegt oder sowas, können wir haben wie Create abfeuern. Das passt. Wir lieben mit Victini. Victini macht eh zu wenig in den letzten Kämpfen, also kann es auch mal jetzt aufs Spielfeld gehen und mir vielleicht Momentum geben oder sowas. Wir werden sehen. Was er machen möchte, okay, Zack möchte mit mir kämpfen. Er startet mit V wie Vollgas und zwar mit seinem Gehornia, okay. Dann möchte er mal mit Vollgas beginnen. Das ist auch okay. Und ich werde jetzt mal mit Vollgas die Damage Cake anwerfen, weil ich glaube nicht, dass ich ihn kille. Aber man kann es ja mal nachcaken, nicht wahr? Weil ich bin halt eben überhaupt nicht spezial ausgelegt. Ich habe eine Chance, je nachdem wie er ausgelegt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht Rocks legen wird, aber es ist halt zu riskant. Vielleicht bleibt er auch nicht drin. Wir haben halt den Mungus als Safe Switch, also dringend gehen wir einfach mit Kevin raus. Kein Grund, Victini hier jetzt zu risken. Gegen eine Rolle, was auch immer. Und ja, gut. Er hat keinen Boilenhelm, das ist gut zu wissen. Er hatte mal Boilenhelm, benutze ich aber auch im ersten Kampf gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sonst hatte ich keine Zeit. Wir können einfach in unser Keldeo gehen, wenn ich ehrlich bin, einfach ein Siedewasser abfeuern. Wenn nichts möchte, unbedingt geburnt werden und oder in das Siedewasser reinkommen. Also gehen wir in Keldeo und feuern mal ein Siedewasser ab. In unser Diary. Er drückt Steinpolito, aber wir sind mit Scarf noch schneller, glaube ich, oder? Ja, weil ich auch nicht so schnell. Denke ich mir zumindest. Aber interessant, dass er direkt Dings ist, dass er direkt Turn 1 Setup. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich tatsächlich angreifen können, wenn ich ehrlich bin. Ja, das Siedewasser killt definitiv. Ich möchte mal gucken, wer denn schneller mit Jolly? Und ich glaube, ich bin immer noch schnell. Wir drücken Siedewasser und mal gucken. Vielleicht wechselt er auch aus, das wäre aber jetzt nicht so gut. Aber vielleicht verliert er jetzt Turn 1 an Gehornia, was natürlich, Turn 2 Gehornia, was natürlich nicht schlecht wäre. Werden wir sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nicht, dass er uns nicht killen könnte und Siedewasser kommt. Er sollte in Ausnahme außer die Bäre dagegen. Und die hat er nicht. Ja gut, dann stirbt Turn 2 Gehornia. Das ist gut für uns und ja, sein Plan wurde vereitelt. Das, ja, war jetzt nicht so schön, wie ich gedacht habe. Na gut. Jetzt holt er Vivi Victor rein. Hat natürlich schön die Pokémon nach meinem Team benannt, was nett ist. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt Ice Punch drückt, aber das passt schon. Ich gehe einfach nur morgens, ist safe und so stark brauche ich das auch nicht, weil er hat halt Hexerus nicht dabei oder was auch immer. Also gehen wir einfach in unseren Fliegenpilz und dann sollten wir das gut tanken. Drücken dann den Matchbone danach und er drückt Protze. Oh, ist ein Protze. Das ist ein interessantes Set. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe einen Protzer und wie heißt es? Protzer und dann den Ice Punch noch dazu. Möchte anscheinend ein Setup um ihn rauszukommen. Ich weiß, ich finde seine Taktik. Also, gerade was seltsam, weil ich habe halt die ganzen Checks noch da. Also, vielleicht ist das sinnvoll, wenn meine Pokémon ein bisschen geschwächt sind, aber im Moment finde ich das halt nicht so sinnvoll. Ich möchte einfach Giga sogar einsetzen für den Fall, dass er irgendwie eine Lumberry hat oder sowas und dann er mich damit Ice Punch aus irgendeinem Grund tut oder sowas. Er wechselt aber auch einfach aus. Okay. Das ist interessant. Und zwar in seinen VW Vogel und zwar in seinen Mandibus. Okay. Na gut, da hat die Setup-Turn ihm ja was gebracht, wenn man ja, das mal so betrachtet. Wow. Dann gehen wir jetzt einfach in unser Mega Amphoros. Also, ich predikte hier einfach nichts. Ich spiele jetzt einfach mal safe, weil Mega Amphoros ist generell einfach
gerade so. Wow, was hat der für Megamorphos? Er hat einfach gar nichts dafür. Ja, Megamorphos ist einfach der perfekte Wechsel, weil was will er machen? Er kann vielleicht Sturzflug einsetzen und kriegt vielleicht die Paare mit Statik. Und dann ist es einfach besser für uns. Wir holen Metal rein. Und ja, was macht er? Abschlag, ja gut. Das ist perfekt, weil den Megaschlag kann er nicht abschlagen und kriegt er. Ne, keine Statik. Schade, schade, schade. Na gut, da können wir jetzt einfach Voltwechsel drücken und mal gucken, was er unbedingt da reinholen möchte. Vielleicht ein Bestbrett, aber keine Ahnung. Irgendwas wird jetzt stark vom Voltwechsel getroffen. Mega Amphaus ist ja immer noch ein starkes Pokémon, auch wenn ich kein Investment habe. Ich habe einen. Obwohl, die 12 EVs könnten mir jetzt vielleicht helfen, wer weiß. Aber mal sehen, was er vorhat. Er hat auch keine Beere dagegen, das heißt. Ich kann mal bei Flutze schreiben, dass er Bulkup ist. Aber gut. Mal sehen. Ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, wie gut Zack ist. Er hat, er ist zwar zweiter Platz im Moment, aber er hat auch gegen Leute gespielt, die in letzter Zeit immer verlieren. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll. Er wechselt in Vivi-Virus und das ist sein Porygon Z, okay. Na gut, dann Volt wechseln wir halt dagegen. Dann wechseln wir in Victini und kriegen halt einen weiteren Kill. Und dann, den Kill, weil ein Siedewasser kriegt halt einen garantierten Kill. Und ja, mal gucken, wie viel Volt Wechsel macht. Vielleicht ist er etwas defensiverer oder sowas. Ich guck mal nach, vielleicht kann er nämlich sowas wie Assault Vest sein, dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen. Einfach so aus, ich meine, ich habe die Zeit, ich kann das nachcapen. Also warum auch nicht tun, Bolt Switch und, Moment, nee, nicht gegen Level 100. Ich habe schon gedacht, er macht was wenig, also entweder mal absolut Min bekommen oder ist Assault Vest, nee, vielleicht hat er Max HP. Max HP könnte sein, dann ist er aber langsam. Ich tippe schon mit der Musik mit. Was mich so spannend ist, es ist ein harter Kampf gegen den Dude. Okay, warte, ich muss mal kurz gucken, wie viel Schaden. Warte, wir können einfach Victini gehen und Kill kriegen. Was überlege ich mir denn da? V-Generator kriegt einen Kill, also warum den nicht abholen? Unser Kill mit Victini. Also gut. V-Generator. Außer wechseln Floats direkt, aber glaube ich nicht. Der Double Scar funktioniert im Moment gut, muss ich sagen. Hätte ich mir gar nicht mal so vorgestellt. Ich hatte etwas Angst, dass es dumm enden wird, aber war gar nicht mal nur so eine, war gar nicht mal so eine doofe Idee, zwei Scarfen mitzubringen. Denn das zahlt sich gerade hier aus, weil ich muss mir keine Sorgen machen, dass das Scarf ist, weil er wird dann eh K.O. gehen. Und mal sehen, was er in diesen V-Generator reinwechseln würde. Das Schöne ist, Megabonett. Also, ich hätte immer gedacht, Megabonett wäre bulky, aber das stört man für durch den V-Generator, auch wenn ich Jolly Scarf bin. Das ist wirklich schön. Vielleicht wechselt er den Bestprints defensiv und dann wird er getootet. Aber mal sehen, was er machen wird. Dann wechselt es, glaube ich, sogar Floatzel, was, ja, dumm für ihn ist natürlich. Dann kann er einfach Munges wieder gehen, dann ja, wird er vielleicht in seinen Landebus gehen, dann kann ich wieder Ampros gehen. Und er opfert einfach sein Polygon-Set. Okay, zweiter groß, also ein weiterer großer Threat geht down. Wow, Polygon-Set war wirklich ein Problem, aber na gut, das passt. Vielleicht wechselt der Megabonetten nach die Pursuit oder sowas, aber ich glaube, ich werde trotzdem auswechseln. Weil die Chance, dass er Priorität einsetzt, ist viel zu hoch. Und wenn Victini jetzt weg ist, ist es auch nicht so problematisch. Ich hätte halt viel mehr Angst vor der Priorität von ihm. Wo lebe ich Priorität? So ein Shadow Sneak oder so. Wechseln in Victor. Victor! Hallo Victor! Na dann gehen wir mal in den Fliegenpilz. Und der Fliegenpilz wird Victor. Ja. Definitiv, wird definitiv gefährlich werden gegen Victor. Also, Nike, komm raus. Oder Nike, nicht Nike. Weil, Victini ist Nike, weil Nike ist eine griechische, Siegesgöttin. Und ja, deswegen habe ich das Ding so genannt. Gut, ich drücke einfach nochmal Gigasauger, weil ich habe wirklich nichts zu verlieren. Wenn der Mann was geht, dann geht der Mann was. Dann gehe ich in meinen Pokémon und dann. Ja. Ist mir das auch relativ wurscht. Ja, drückt Stafette. Warte, was will er das denn? Stafetten in Megabanett? Cool. Das kann er ruhig machen, aber na gut, das hilft ihm nicht. Weil, ja, was. Der killt mich halt nicht. Hat wohl, glaube ich, immer noch Angst vor der Pilzsporer, kann ich mir vorstellen. Wir gehen VW Vogel gemacht. Ja gut, Ende was, ja. Gut. Ist halt immer noch in der blöden Situation, dass ich jetzt einfach Mega Amphaus reinholen kann. Und er dagegen halt nicht so viel tun kann.
Ich meine, ich mache ihm nicht so viel Schaden und ich muss mein Mega-Amphros definitiv bei guten KB behalten, aber er hat bisher halt so wenig gemacht, dass ich das komfortabel reinwechseln kann. Und wir wechseln jetzt auch auf jeden Fall aus. Wegdrückter V-Player auf plus 1 geboostet. Aber nee, das, so funktioniert V-Player nicht. Okay, und er drückt. Ja, er macht doch kein Double. Ich glaube, ich weiß nicht, er ist halt in der Position, dass er doublen muss, aber er macht es nicht, was halt. Ne, es ist sein Problem, er ist selber schuld, ne? Aber das macht mir das ganze Match halt einfach einfacher. Einfacher. Na gut. Wir Voltfix sind jetzt einfach frei und er drückt Turbo-Ort. Und oh, er hat volle KP, Voltfix kommt durch. Ja, das macht wenig Schaden. Das macht mir dann doch Angst. Nee, es macht mir gerade wirklich Angst, weil das ist ein Problem. Hätte ich nicht gedacht, weil Mega Amphros war quasi mein Check. Jetzt muss ich mir aber was anderes überlegen. Ich kann aber nicht 1v1 dagegen verlieren, oder? Ich glaube, ich muss das Ding einfach vergiften mit meinem Hutsasa. Mir bleibt da wenig anderes übrig. Oder ich leg die Rocks mit Rihornio und der hat da eh Angst. Ja, ich gehe in Rihornio, der wird eh Angst haben. Nee, ich die Rocks, dann ist das Ding auch kein Problem mehr. So kann ich das Ding Rockblasten, der kann halt nur Abschlag einsetzen. Ich denke, man wird jetzt eh Ruheort einsetzen, danach Abschlag kann ich das Ding kaum, dann kann ich es so zeigen, ja, predicted. Ich habe eh keine Defensive, aber wir legen erstmal die Tarnstein und dann gucken wir mal nach. Dass er den Bulker-Boost bekommen hat, ist aber doof. Das kann ich sagen. Er ist halt absolut spezialdefensiv, was interessant zu sehen ist. Ich meine, 1v1 kann ich mit Mega einfach raus ausdauern, aber das wird halt ein langer Kampf, weil ich würde halt die ganze Zeit Erholung spammen, zwei Stunden schlafen, dann kann man halt nichts machen. Er hätte den Ruheort, klar. Ich möchte mal gucken, Rhyperia. Ob es sich lohnt für mich, wenn ich jetzt, warte, ich denke mal, der ist halt vollkommen spezialdefensiv bei dem Damage. Ist plus 1, hat einen Knockoff. Wie viel Schaden macht der mit Knockoff auf meinem Rhyperia? Der macht ja gar nichts. Wie viel Schaden macht Rock Blast? Ich habe viel KP, ist halt die Sache. Ich würde bei ihm. Hier ist immer noch Careful dann vermutlich. Rock Blast, der ist plus 1 Defensive. Macht immer noch guten Schaden auf dem Ding, definitiv. Er ist halt schneller, ist das Problem. Er kann dagegen roosten und Knockoff macht. Drücken wir einfach einen Felswurf. Ja, weil ich glaube, ich mache nicht genug Schaden auf dem Ding. Ja. Schnappt sich die Schokobär und der Felswurf kommt und Mist. Schade. Wir gehen einfach wieder zurück in die Amphros kommen. Was soll der Quark? Er kann halt nichts gegen uns machen. Wir können halt einfach Erholung spammen und er muss irgendwann rauswechseln, weil wir Pipi-Storn ihn einfach. Das ist die Sache. Na gut, der wird halt jetzt eh Ruhe. Ne, kann nicht Ruhe einsetzen. Wir drücken halt einfach Erholung. Weil ich möchte die KP zurückbekommen. Es ist halt kein Losing Battle für uns, weil wir gewinnen das einfach, weil er kann uns nicht killen. Wir drücken Erholung und warten halt die ganze Zeit. Es ist schade, dass ich hier das so storen muss, aber ich habe keine andere Variante gegen das Manabus zu gewinnen. Und ich warte jetzt einfach ab, ich drücke halt nichts. Er ist halt in der Position, dass er auswechseln muss, weil er wird das verlieren. Weil ich Pipi-Storn ihn einfach, aber ich weiß, also das ist, wird halt so ein Match sein, was durch den Time entschieden wird, aber er hat halt an sich keine Chance, das zu gewinnen. Das ist halt die Sache. Weil er kann halt meinen Mega Amphros nie killen. Ich weiß nicht, ob er sich das bewusst ist und ob das danach eine Diskussion geben wird, wird das jetzt, wenn das jetzt tatsächlich ein 1v1-Kampf die ganze Zeit sein wird. Aber an sich kann er das nicht gewinnen. Aber gut. Naja, ja, es ist halt einfach eine blöde Situation, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht kann ich auch aus Ruheort stallen und dann ist das eh gelaufen, aber erstmal drücke ich mal nichts, ich möchte meine AP nicht verschwenden. Und er wechselt aus. Ja gut, dann hätte ich vielleicht auch Schlafrede drücken sollen, aber mal gucken, wann was er reinwechseln wird. In seinem Vesprit. Wie Vesprit, das ist doch nett. Ein schönes VWV-Pokémon. Und die Tarnstellen sind draußen, das heißt, kriegt Damage. Oh, schön, das heißt, sein Gefälles kriegt jetzt auch immer Damage. Und wir kriegen ja einen Sleepstone weg, was auch, denke ich mal, nice ist. Er ist überrascht. Okay, das ist, heißt, er ist vielleicht sogar Gedankengut. Das heißt, ich drücke einfach mal Schlafrede. Ich hoffe, dass ich einen Voltwechsel bekomme, dann rauskomme. Ich meine, wir leben eh immer zwei jetzt, von Vesprit, besonders der Überrest ist. So stark ist Vesprit auch nicht, dass es einen Mega Amphros töten würde. Weil Mega Amphros ist dann noch ein tolles Pokémon. Und dann sofern mit Victini reingehen können, ja, drücken Gedankengut. Aber das Gute ist, er hat den Defense-Boost jetzt nicht mehr auf Gefälles. Das war so das Problem, da er nicht defensiv ist. Sollte man mit ihm mit Victini töten können, das ist kein Problem. Aber er ist Gedankengut, das heißt, wenn wir mit Voltwechsel rausgehen, dann können wir mit Victini einfach, denke ich mal, killen.
bei Team Ersetzung genommen. Schade. Na gut, jetzt wache ich definitiv auf. Warte, Messbrit, ich möchte mir gerade Caden viel Schaden ich dagegen macht. Zur Not muss ich jetzt einfach mal ein, wie heißt das, Opfer, mein Victini opfern, was halt schade ist, aber. Obwohl, vielleicht hat er noch nicht mal was. Ja, er wird schon was gegen mich eingepackt haben, aber. Dann ist das eben so. Jetzt kommt auf jeden Fall der Wolf wechseln, vielleicht critten wir auch. Nee, aber das wollen wir nicht hoffen. Er hat die Psychokinese natürlich, klar. Und die kommen auch durch, das ist fair, das ist absolut okay. Wir wachen auf, drücken Boltwechsel und gehen ja mal raus in unser Victini, drücken V-Generator und schauen mal, wie viel Schaden wir machen. Können halt physisch defensiv sein, das ist auch alles im Rahmen. Aber wir killen ihn definitiv danach auch mit dem Hit, also passt das. Drücken jetzt einfach V-Generator, sollten guten Schaden machen. Wir können jetzt auch wieder kehrtwenden und dann V-Generator. Es ist halt, irgendwas stirbt, glaube ich, jetzt einfach. Und wenn Victini stirbt, ist das halb so dramatisch, weil wir haben ja noch Keldeo und ja. Das passt schon mit drücken V-Generator. Vielleicht hat er auch gar keinen, vielleicht hat er auch nur die Psychokinese als offensiven Move. Das könnte ja sein mit Erholung oder sowas. Werden wir auf jeden Fall sehen, wie viel Schaden wir machen. Wir machen, er ist definitiv physisch defensiv von dem Schaden, das sehen wir definitiv. Und er drückt Tarnsteine. Ja gut. Das heißt, der Messbrit ist K.O. Und damit bin ich komplett zufrieden, wenn ich mal ehrlich sein darf. If I can say such a bold statement. Denn er ist nämlich bold, vom Wesen her. Also nicht sehr, sondern wie Vesput, aber das passt schon. Na gut, er hat halt, glaube ich, ein Team voller Setup-Pokémon so dabei, bis auf Mandibuzz. Was. Und vielleicht, ja, und Negabanette nicht. Was. Ich finde es seltsam, weil es scheint für ihn nicht so gut zu funktionieren, aber gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr für Mandibuzz. Bitte wechseln Mandibuzz, das wäre lustig. Ihr wechselt wie wirkt. Ja, in seinem. Floatzel ist kein Switchen, das wirst du jetzt hier merken. Ich möchte jetzt auch mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Obwohl, könnte Max HP sein, dann macht das doch ein bisschen mehr Schaden, aber trotzdem, Floatzel ist, glaube ich, kein guter Switchen für Victini. Yep, nein, das ist kein guter Switchen. Wir gehen jetzt halt einfach in Amoongus, dann drücken wir Matschbombe auf seinem Wechsel in, der wird halt eh Bulk up und dann drücken wir Matschbombe auf den Wechsel in Mandibuzz, dann kriegen wir das Ding hoffentlich gepoisoned, dann ist das Problem, denke ich mal, gelöst. Nein, er kann halt echt nichts mehr machen. Ich schreibe mal einfach mal ein bisschen was auf. Der ist halt Low. Rocks. CM. Mesprit. Mandibuzz ist Roost. Knock off. Ich denke mal noch Toxic oder sowas. Und. Defog, denke ich mal. Ja. Also, er muss auf jeden Fall Moves haben, die er nicht. Wo er keine. Der, wo er sich denkt, die muss er jetzt nicht mit 1 und für Defog hätte er eingesetzt. Ich weiß nicht, was seine anderen Moves sind. Vielleicht V-Play? Keine Ahnung. Er überlegt sich jetzt, denke ich mal, oh, soll ich das risken, soll ich das risken, soll ich Bulkappen, oder soll ich Waterfall einsetzen? Ja, sein Playset eben Bulkapp. Ist ja halt ganz klar, warum soll ich warum soll ich drin bleiben? Und das tue ich auch nicht. Deswegen wechseln wir den Fliegenpilz. Okay, und er. Was macht er? Er drückt das Kabel. Ja, gut. Ist halt jetzt in der blöden Lage, aber gut. Passt. Ist halt in der. Obwohl, ist in derselben Lage wie vor. Es Leben Orb, okay. Life Orb. Wenn der Mungus stirbt, ja, er hat ja eh den. Obwohl, ich hoffe, dass er direkt einen Mandibuzz Switch, weil ich drücke halt Matschbombe 3000%, weil er hat den Mandibuzz Switch immer gemacht. Er drückt Staffette, ja. Er ist halt immer in Mandibuzz gegangen und die Pause wird jetzt, denke ich mal, rewarding, weil ich das jetzt predict habe. Ich meine, er wäre eh gestorben, aber das passt schon. Als Power Predictor fordere ich jetzt diese Poison ein. Ich gehe den VW Vogel im Mandibuzz. Ja, komm, kriegen wir dort die Poison. Bitte! All das Ding nervt mich doch schon ein bisschen gerade. Matschbombe kommt und wir kriegen nicht die Poison. Ich werde es nochmal versuchen, weil ich sehe gerade keinen Mond, das nicht zu tun, wenn ich ehrlich bin. Es hat einfach eine sehr doofen Lage und verliert dann das 1v1 gegen Mega Ampharos einfach nur noch mehr, wenn ich ihn jetzt poise. Also gehen wir dafür und versuchen ihn zu vergiften. Vielleicht wechselt er auch in irgendwas auf der Matschbombe. Und wow. Das war halt kein toller Play, weil er hat die Rocks eben noch extra gelegt, anstatt mich anzugreifen. Und jetzt defogt er die weg. Also das war echt kein guter Trade, meiner Meinung nach. Das war echt nicht so toll. Und ja, Poison kriegen wir noch nicht. War noch schon im Kampf gegen Sensory nicht so erfolgreich mit dem Poison bekommen. Was natürlich schade ist, aber na gut. So ist das halt eben im Wilden Westen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Drücken wir die Matschbombe weiter. Irgendwann kriegen wir die Vergiftung und dann freue ich mich einen Ast ab und dann ist das, denke ich mal, auch schon fast GG. Ich weiß nicht, ich habe halt so eine tolle Siegesaussicht, meiner Meinung nach, und keine Ahnung.
zähle mich halt, das nicht verlieren. Wir kriegen immer noch nicht, Vergiftung, was natürlich schade ist. Er wird mich jetzt abschlagen. Das heißt, meine, oh mein Gott, verdammte Giftscheiben ist weg, aber ich glaube, das meldet halt einfach überhaupt nicht. Also, ist es auch irrelevant. Solange ich die Poison jetzt irgendwann mal bekomme, sollte das okay sein. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 Runden Matchbauer eingesetzt oder 4 und haben die noch nicht bekommen. Also, komm, diese Runde bekommen wir doch jetzt mal die Poison. Normalerweise ist das gefühlt 100%, weil, hallo, ein Gift-Pokémon, was eine Giftattacke einsetzt, das muss doch immer einen Poison geben, hallo? Und der hat Stoßflug drauf. Okay. Das ist cool. Aber das, wie gesagt, das killt mich auch nicht. Das macht halt keinen Damage. Wenn wir jetzt die Poison bekommen, wäre alles super. Zur Not müssen wir jetzt wieder Mega Amphros geben. Das ist dasselbe wie eh und je und wir kriegen immer noch die Poison. Ich glaube, ich werde jetzt sogar noch einmal drin drücken. Ich glaube, er wird halt eh boosten. Und er killt mich nicht mit dem Sturzflug. Das heißt, wir drücken einfach nochmal Matchbombe und hoffen, dass wir jetzt endlich die Vergiftung bekommen. Meine Güte, aber hat sie die ganze Zeit Sturzflug und hat sich für die und alles andere entschieden? Na gut. Drück nochmal Sturzflug. Ja, er killt uns aber nicht und wir kriegen mit Regenerator die KP wieder zurück. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt die Poison bekommen und ja, wir sind zwar low, aber ja, wir haben Regenerator und der muss jetzt nicht eh roosten. Matchbomb bekommt und wow, wir kriegen mal nicht hier Poison. Ich glaube, es ist sogar okay, jetzt Matchbomb zu drücken, weil er wird entweder Ruheort ansetzen, wenn er jetzt, ja. Weil wenn er jetzt Sturzflug eingesetzt hätte, dann hätte ich einfach nachher Keldeo reinholen können, hätte sie der Wasser gedrückt und hätte gewonnen. So einfach wäre das gewesen. Und ich hoffe, dass ich jetzt durch diese Prediction mit der Matchbomb den Kill bekomme, weil das wäre jetzt schön. Den Kill, die Poison bekommen und ich bekomme sie halt eben immer noch nicht. Okay. Wie viel Matchbomb war das jetzt? Okay, dann gehen wir jetzt Mega Amphros und haben das ganze Spiel von vorne. Yay. Fliegenpilz kommt, obwohl ich hätte jetzt auch in die Hornio gehen können. Rockblast hätte ich auch machen können. Aber ich kann einfach in Metal gehen. Metal ist toll, Metal ist super, Metal ist wundervoll. Und er drückt Stoßflug, okay. Ja, gut. Weil die Hornio macht halt nicht so viel, aber ja, es ist halt wurscht. Ich drücke jetzt halt einfach wieder Erholung, weil der Ruhrort vermutlich einsetzen wird oder sowas oder nicht. Keine Ahnung. Ich drücke einfach Erholung, mal gucken, was er machen möchte, dann kann ich danach wieder Schlafwinde drücken und ich habe halt eine gute Chance, einen Angriffsmove zu bekommen, also passt das doch. Wenn ich Voltwechsel bekomme und vielleicht was kille, dann gehe ich in den Mungus wegen Regenerator sogar und da kriege ich nochmal Black Surge, dann kann ich wieder auswechseln. Das wäre ja ganz gut, dann habe ich meine Mungus eigentlich schon 2 Runden hochgehalten und er drückt Abschlag. Okay, ja gut, jetzt kommt Erholung und oh, er kriegt einen Crit, oh Mann. Ich weiß, das ist halt ein, das ist ein Losing Matchup für ihn, aber ja gut. Erholung. Sonst ist schon etwas gepiepistolt. Ich habe jetzt die Ruheorts nicht mitgezählt, hätte ich mal machen sollen, aber ja. Das gewinnt er auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, wir drücken auch schnell die Moves. Das heißt, das Match dauert nicht so lange, weil das ist halt jetzt ein kleines Gestolen mit dem Ende, was ich bin vielleicht nicht vollkommen hundertprozentig vorbereitet gewesen. Darauf hätte ich mich vielleicht besser machen können, aber wie gesagt, wie will das gegen mich gewinnen? Also, ich sehe keinen Grund, mich da besser vorzubereiten, wenn ich es ja ich schaffe. Also, ja. Gut, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich denke mal, er wird eh auswechseln jetzt, weil. Ja, der wird auswechseln. Einfach weil er es beim letzten Mal getan hat. Er hat vielleicht keinen Grund. Er bleibt drin, drückt Abschlag. Ja, sagen wir so, wenn wir jetzt mit der Schlafrede den Voltwechsel bekommen, dann ist alles gut. Weil dann holen wir Victini rein, kriegen wir dann den Kill und dann. Ist nur besser. Wir kriegen den Drachenboot. Das ist auch fein, weil. Jetzt Ruheort einsetzen muss quasi. Ja, ist die nicht. Die maximal spezialdefensiv. Auch maximal nervig, aber das ist ja was anderes. Der wird jetzt Ruheort einsetzen. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden eine V-Crate auf maximal spezialdefensiven Wände was macht. Victini. Oh ja, nicht Level 100 Wände was. Macht okay einen Schaden. Ich meine, warte, wie viel Schaden macht Knockoff auf minus 1 Victini? Er killt mich nicht, das heißt, ich kann eigentlich zweimal VQA drücken und ihn killen. Er kann halt nicht viel gegen machen. Drachenpuls kommt aber nochmal. Yay! Toller Move, tolle Idee, super. Super live. Okay, ich glaube, der wird jetzt Ruheort nochmal drücken, das heißt, wir drücken Drachenpuls. Und danach drücken wir Voltwechsel, weil er halt nicht mehr Ruheort drücken wird. Das ist mein Plan, weil, naja, drückt Abschlag. Ich weiß nicht, das war halt, weil hätte ich Voltwechsel gedrückt, dann wäre der Mandibus endlich K.O., aber. Ja, jetzt wird er halt Ruheort drücken. Ja, gut.
Ich nehme mir das Abzeichen Power Predictor ja schon wieder ab. Power Predictor. Ich möchte einfach nur nicht, dass ich auf einem Ruheort ihn erwische. Mit einem Voltwechsel. Und gut, das werden wir jetzt, denke ich, mal nicht tun. Wir drücken Drachenpuls und jetzt Voltwechsel und dann ja, sind wir wieder draußen, können immer noch genug Hits von Manwast hängen und gehen noch endlich ein anderes Pokémon. Meine Güte. Weil ich, also sagen wir so, es wäre halt der beste Play seiner obwohl, er kann ja nicht die ganze Zeit Ruheort spammen, weil er hat halt PP-Probleme. Also AP meine ich damit, nicht PP. Wie das Pokémon PP. Er drückt Abschlag. Wir gehen mit Voltwechsel raus und killen jetzt Gottverdammt endlich nochmal was. Meine Güte, das war aber nervig, das Match wieder in eine andere Richtung zu bringen. Aber gut, ja, wir gehen einfach mit Timmy und killen was. Kein Grund, was anderes zu machen. Oh, Mungus ist auch schon wieder bei 135 KP, merke ich gerade so. Hallo, Victini ist hier. Victini möchte sich gerne den Kill wieder abholen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, welche Pokémon überhaupt. Wer überhaupt was gekillt hat, aber das passt schon. Wir drücken auf einfach den V-Generator und schauen, wie irgendetwas zerstört wird. Vielleicht bleibt er auch drin und dann ist das Ende was eigentlich weg und dann ist eigentlich gewonnen. Und dann freue ich mich natürlich. Und er bleibt drin. Oh Gott. Dann ist das endlich ewige Gestorle weg. Ich freue mich drauf. Mandibuzz geht down. Meine Güte, meine Güte. Das war aber nervig. Aber okay. Problem gelöst. Pokémon down. Vielleicht geht er Mesprit. Was halt so sein schlechtester Play wäre, weil sein Play entweder Flutz oder Mega Blatt ist. Aber vielleicht gibt er mir einen weiteren Kill. Ich meine, warum nicht? Das. Also. Warum nicht? Ja gut, in seiner Sicht kann ich das verstehen, dass er das nicht macht, aber in meiner Sicht ist das doch toll, weil dann gibt ihm einen neuen Kill. Hallo? Okay, ich geh den Vesprit! Danke, danke, das ist so ein richtiger Kumpel. Ich weiß nicht, warum er es macht, aber er macht es einfach, er gibt mir einfach den Kill. Nee, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, warum er das getan hat. Ich weiß es einfach nicht. Also ich habe es gesagt und es ist passiert, aber... Ich kann den Moment immer noch nicht ganz nachvollziehen, weil das war halt einfach dumm. Das kann man nicht anders betiteln, weil, ja, na gut. Jetzt hat er nur noch Flutz und sein Mega-Pokémon. Und ich habe immer noch alle sechs. Ja, das ist doch schön. Er geht in Variabel. Oh, in Vivi-Variabel. Oh, shit, was macht denn Vivi-Variabel hier? Ist das Variabler? Wir gehen in, was gehen wir? Ja, bitte die Shadows und sonst drücken. Wir gehen in Metal, drücken Voltwechsel, gehen in Keldeo, drücken Siedewasser und gewinnen. Das ist der Play. Vielleicht, ja, das Problem wäre, da ist das noch nicht mal problematisch, weil wenn er Abgesang drückt, wenn er Destiny Bond hat, dann kriegt er einen Kill. Aber das ist okay, dann, ich muss das jetzt auch nicht preserven. Es ist halt schön, ich überlege halt auch, wie das geht, aber wenn er jetzt Shadow Sneak drückt und mich dann angreift mit Shadow Claw killt mich, das halt absolut nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er dann gegen Keldeo Abgangsbund drücken wird, wenn das hat, aber das passt schon. Damit muss ich leben, damit kann ich eben drücken. Dunkel, aber er hat es nicht predicted. Nice, und das macht sogar guten Schaden. Das ist sogar problematisch, Theo. Es ist nicht problematisch. Er kriegt halt einen Kill, glaube ich. Mega, 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 mega Banett. So warst du. So hieß du. Shadow Claw. Nein, du bist immer noch nicht Level 100. Kriegt, glaube ich, den Titel Power Predictor. wenn er Min bekommt, dann... Ja, wenn er Min Damage bekommt, dann killt er mich. Wenn er Min Damage bekommt, ja, bin ich denn des Wahnsinns. Wenn er Max Damage bekommt, killt er mich. Also, finden wir es heraus. Ich möchte gucken, wie viel Schaden Keldeo auf dem Ding macht. Er kann noch zwei Kills bekommen, aber dann bin ich auch... Das finde ich vollkommen okay. Ich muss nicht unbedingt das 6-0 rausholen. Wäre zwar schön, aber muss nicht sein. Jeder was noch nicht genug ist das Problem. Dann muss ich halt gucken, dass ich dem Ding ein bisschen Damage. Obwohl ich kann einfach Vorgenerator drücken, der kann mich nicht killen, ja. Voltwechsel immer gucken, ob er mir Damage bekommt oder nicht. Ich drücke Dunkelklau und. Wir leben. Vielleicht ist er auch froh oder was auch immer. Auf jeden Fall können wir jetzt, denke ich mal. Killt Siedewasser killt immer noch nicht. Aber er kann uns mit einer Kombination aus Shadow Claw und Shadow Sneak nicht ausknocken. Also, ja, genau. Das ist dann, denke ich mal, der Play und. Och, bitte sag kein DC. Bitte nein, 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 bitte DC nicht, bitte DC nicht, bitte DC nicht, weil der untere Bildschirm ist gerade weg und das heißt nichts Gutes. Komm, 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 Spiel, 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 Spiel. Nein, 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 nein. Och, nö.
Aber gut, sagen wir so, ich wäre in Keldeo reingegangen, hätte Siedewasser gedrückt, er hätte mich nicht gekillt. Ich kalk mal gerade den Schaden von Siedewasser auf Floatzel, weil der war halt live up, denn der war, denke ich mal, auch Max Attack. Und ja, Siedewasser hätte ihn halt absolut ausgenockt. Das heißt, ich hätte das Match hundertprozentig gewonnen, außer er hätte mit Shadow Claw gecrittet. Aber das wäre halt sehr unwahrscheinlich und es wäre halt auch ausgleichende Gerechtigkeit gewesen, weil ich habe die Poison, die bekommen habe, auf Mandibuzz, dass er es das nicht bekommen hätte. Also denke ich mal, das wäre GG. Es ist halt echt schade, dass der. Ja, der DC passiert ist. Ich bin noch online. Er ist, glaube ich, offline. Nee, warte, er ist online, aber ist in einem Kampf. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall ist hier ein DC passiert und das ist echt schade. Man könnte die Situation nochmal nachspielen. Ich berate mich mal kurz mit ihm und sage dann mal gleich Bescheid. So, ich habe die Situation mal eben nachgebaut auf Showdown. Ich habe Flotze V-Create Schaden lassen, nehmen lassen und ja. Ich habe mal dem Manett die Moves gegeben, die. Oh. Einen Moment. So, jetzt aber hoffentlich ohne Crit. Das wäre nämlich wieder doof, wenn wir einen bekommen würden. Aber sagen wir so, er hat Shadow Claw. Ich habe mal Adamant gegeben, Max HP. Das ist, denke ich mal, das Set, was am sinnvollsten erscheint, besonders von dem Damage, den er hatte und so weiter. Er hatte kein Destiny-Bound, wie er mir schon gesagt hat. Das heißt, ich glaube, er hat eine wirklich schlechte Chance. Ich wäre jetzt halt in Keldeo gegangen, wie ich gesagt habe. Hätte jetzt Shadow Claw gedrückt, ich hätte Siedewasser gedrückt. Und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert wäre. Ich hätte nicht gekillt direkt, er hätte Shadow Claw gedrückt und ja. Shadow Sneak reicht jetzt nicht aus und Floatzel, denke ich mal, stirbt es definitiv durch, ja. Das ist, denke ich mal, ziemlich entschieden. 6-0. Da kann er halt nichts machen. Waterfall knockt jetzt auch nicht aus, ja. Das ist ein entschiedenes 6-0 und ja, das wäre dann GG Zack. Ich habe ihm auch den Kampf gelingt. Das heißt, ich denke mal, das ist ziemlich offensichtlich und gut, das wär's dann. Ich habe hier mich dann ein weiterer 6-0. Das ist doch schön. Bis dann und ciao.